Berlin, Metropole im Herzen Europas, Bundeshauptstadt und künftiger Regierungssitz. Nahtstelle zwischen Ost und West, Historie und jüngster Geschichte. Pulsierendes Leben und Zukunft, das ist Berlin. Wie London ist Berlin die Stadt der Doppeldecker und dabei darf Neoplan nicht fehlen. Spandau. Bereits seit 11 Jahren werden hier Neoplan-Omnibusse gebaut. Das neue Vertriebszentrum Ost konnte nach nur 2-jähriger Planungs- und Bauzeit seiner Bestimmung übergeben werden. Das Gesamterscheinungsbild reiht sich nahtlos in den Neoplan-Stil ein, nach dem Motto: Unsere Gebäude sind so attraktiv, wie es unsere Busse schon immer sind. Die vor 4 Jahren in Stuttgart erstmals entwickelte rahmenlose Glasfassade fand jetzt im Werk Berlin ihre Perfektion. Eine europaweite Sternfahrt führte über 1200 Fahrgäste mit Neoplan-Bussen am 17. Oktober 1992 nach Spandau. Sehr verehrte Festgäste, liebe Familie Auwerter, als Repräsentantin des Werkes Berlin heiße ich Sie alle recht herzlich willkommen. Besonders begrüßen möchte ich die Präsidenten der Deutschen Omnibusverbände und die Vertreter der Berliner Behörden, auch die Vertreter der namhaften Fachzeitschriften und die Tages- und Wirtschaftspresse heiße ich herzlich willkommen. Und besonders Ihnen, sehr verehrte Neoplan-Kundschaft, darf ich ein herzliches Grüß Gott zurufen. Wir freuen uns wirklich, dass Sie aus allen Landen Europas heute hier in die Mitte Europas, in unsere Landeshauptstadt, zu Neoplan gekommen sind. Sehr geehrter Herr Minister Korenkopf, sehr geehrter Herr Bürgermeister Haug, sehr geehrte Herren Verbandspräsidenten, liebe Neoplan-Kunden, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Den heutigen Tag findet unsere bisher größte Investition und damit der Endausbau unseres Berliner Werkes ihren Höhepunkt. Unser heutiges Zusammentreffen hat mehrere Anlässe. Als erstes die Inbetriebnahme der Produktionserweiterung mit den neuen Auslieferungshallen, den neuen Vertriebsbüros und somit Inbetriebnahme all der Baulichkeiten, die wir selbst nutzen. Zum Zweiten das Richtfest der Büroetage des neuen Hotels, das wir bereits ab Ostern nächstes Jahr unseren Gästen anbieten wollen. Der dritte Anlass unseres Festes heute ist die erste NAA, die erste Neoplan-Autobus-Ausstellung in Berlin. Frau Kneudinger, Herr Olszewski, ich darf Sie jetzt zu mir bitten. Ich darf Ihnen beiden stellvertretend für die ganze Mannschaft meinen ganz besonderen Dank aussprechen. Den Dank dafür, dass Sie über die ganzen Jahre hinweg immer das Vertrauen auf die Berliner Mannschaft gleichermaßen wie auf Ihre Auwärter gehabt haben und dass es so miteinander möglich war, diese außergewöhnliche Auf- und Ausbauleistung zu vollziehen. Allen, die
die Sie heute hier sind, die Segenswünsche des evangelischen Kirchenkreises von Spandau sagen. Ich danke der Familie Auwärter, dieses zu ermöglichen. Und wenn Sie so viel von Berlin hier geredet haben und Spandau erwähnten, dann denke ich, ist es deshalb so wichtig, dass gerade Neoplan in Spandau steht und nicht in Berlin. Mögen, nachdem das Bauwerk erstellt, aus seinen Pforten heraus die Busse rollen in alle Welt, dem Fortschritt einen Schritt voraus. Unter diesem zukünftigen Aspekt wünsche ich Erfolg, Ihr Architekt. Mit Dank, voll Freude und mit viel Bedacht wird nun der Richtkranz aufgebracht. Ein Richtkranz gestaltet, streng formal, so wie das Bauwerk aus Glas und Stahl. Liebe Familie Auwärter, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mitverfolgt, wie es Ihnen gelingt, nicht nur Busse zu bauen, sondern Werke zu bauen und wie es Ihnen gelingt, einen Kontakt mit Ihren Kunden zu schaffen, nicht nur bei Kaufverhandlungen, sondern auch bei Festlichkeiten. Und das verbindet die privaten Busunternehmer mit den Auwärtern. Sie tragen das Risiko persönlich. Hier handelt es sich nicht um die organisierte Verantwortungslosigkeit. Und deswegen fühlen sich die privaten Unternehmer mit den Herren Auwärter, mit der ganzen Familie, auch menschlich verbunden. Es fasziniert immer wieder aufs Neue, wie das Unternehmen Auwärter neue Ideen entwickelt und realisiert. Die eigentliche Idee und damit die Grundlage Ihres Erfolges, liebe Familie Auwärter, war zunächst ein Buskonzept, das moderne Gestaltung und Styling mit zukunftsweisender Technologie unter Wahrung der Preiswürdigkeit optimal kombiniert. Ich spreche hier für eben diesen kommunalen Bereich, der Ihnen wahrscheinlich in erster Linie dadurch bekannt ist, dass wir zuständig sind für die U-Bahn, für die Stadtbahn, für die Straßenbahn. Aber natürlich sind wir auch zuständig für eine ganz große Anzahl von Omnibusbetrieben in unserem Unternehmen. Und auch diese Omnibusbetriebe, und da schließt sich einmal wieder mehr die Klammer, beschäftigen ja auch noch eine ganz große Anzahl von Omnibusunternehmern aus dem privaten Bereich. 63. Die historische Omnibusparade startete der 1965 für Berlin entwickelte Sightseeing-Doppeldecker. Der neueste Sightseeing-Bus, ein vollverglaster Skyliner für unseren Kunden Derolina. Jetliner, unser meistgebauter. Skyliner, das Original. Megaliner, die neue Dimension im Fernreiseverkehr. Wirtschaftlicher, sicherer, straßenschonender und umweltverträglicher. Transliner, die preiswerte Alternative. Ah, hier kommt der Plan. Besser geht es eigentlich. Eindrucksvoll wird vorgeführt, welche Perfektion bei der Hochzeit. Das ist die Zusammenführung von Gerippe sowie den Achsen und dem Motor entwickelt worden. Die Produktionslogistik im Werk Berlin ist inzwischen so ausgeprägt, dass innerhalb kürzester Zeit ein Busgerippe in höchster Qualität zu einem fahrfertigen Gerippe montiert werden kann.
Wesentliche Komponenten dazu sind der standardisierte Vorderachsfahrschemel mit Einzelradaufhängung, der Neoplan-Hinterachsfahrschemel, beide selbstverständlich mit Luftfederung, und der vorgefertigte Antriebsstrang mit der standardisierten Zentralelektrik bis hin zur Kunststoffvorderwand. Flughafen-Vorfeldbusse. Ursprung der Niederflurtechnologie. Auf über 100 internationalen Flughäfen der Welt im Einsatz. Mit unseren fahrgastfreundlichen Niederflurbussen haben wir Erfolg auf der ganzen Linie. Sie stehen für die Innovationskraft von Neoplan und sind Beispiel dafür, wie eine ganze Branche zum Umdenken veranlasst wird. Das vor 18 Minuten noch eingeschwebte Gerippe ist bereits jetzt fahrtfertig montiert und kann mit eigener Motorleistung zur nächsten Produktion kommen. Im Namen der Weißrussischen Republik richten wir uns an Sie hier in Berlin und wünschen die neuen Vertriebszentren trotz der weltbekannten Firma Neoplan viel Erfolg. Которое многое сделало для сегодняшней встречи Неоплана с белорусской промышленностью. Unsere Junioren präsentieren sich überzeugend und stellen dar, wie Geist und Sinn eines Familienbetriebs von der nächsten Generation nahtlos fortgeführt wird. Ich bin die älteste Tochter von Albert Auberger. Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, bin ich vor circa 2,5 Jahren wieder zum Neoplan zurückgekehrt und bin hier jetzt im Werk Stuttgart tätig und verantwortlich für Personalentwicklung und Umweltschutz im Unternehmen. Ich habe letztes Jahr mein Maschinenbaustudium, Fahrzeugsozialisierungstechnik in Stuttgart abgeschlossen und bin seit einem Jahr in Reutlingen, mache dort ein Hauptbaustudium zum Exportgeschäftsführer. Ich bin Ute Auerwerder, meine Tochter von Albrecht und Annemie Auerwerder. Durch meine Ausbildung erst in Schneiderlehre, danach ein Studium in Betriebswirtschaft mit Abschluss der Stadt Betriebswirtschaft. Bin ich vor 2,5 Jahren eingestiegen im Bereich Vertrieb, Schwerpunkt Innenausstattung. Immer wieder habe ich viel Freude und Spaß daran, mit Ihnen, unseren Kunden, unseren Vertretern und Lieferanten innovative Ausstattungen zu kreieren. Guten Tag, ich bin der Roger Neumann. Ich bin der Schwiegersohn von Konrad Auerwerder. Mir wurde die Aufgabe übergeben, Neubauvorhaben, das wir heute feiern, richtfestmäßig zu betreuen als Koordinator für die Firma Neoplan. An diesem Zusammenhang möchte ich nochmal allen Baubeteiligten danken für diese großartige Leistung, die wir hier vollbracht haben, innerhalb von kürzester Zeit ein solches Bauwerk zu errichten. Ansonsten werde ich in Zukunft mich in innerbetrieblichen Sachen Produktion einbringen. So, danke. So, hallo, ich bin der Klaus. Ich mache im Moment eine Karosserie- und Fahrzeugbaulehre im Werk Filsting und werde später im Betrieb in Fachtechnik weitermachen. Allen haben wieder verständlich, dass sowohl und ich hier jetzt ein bisschen stolz sind und ist also so dieses Federglück. Auch hier ein Stück Zukunft. Die neue Busdimension, mit der wiederum an den Tabus gerüttelt wird und im Interesse der ganzen Branche ein wirtschaftlicheres,
sicheres und besseres Konzept am Markt eingeführt und durchgesetzt wird. Im Palais am Funkturm der Guten Stube Berlins trafen sich die geladenen Gäste zur großen Neoplan-Gala. Harald Juhnke, Berlins Entertainer Nummer 1, war Stargast des Abends. Eigentlich der Höhepunkt waren allerdings die Stars aus dem eigenen Neoplan-Reihe. Appetit und uns allen einen unterhaltsamen und schönen Abend. Thank you.
ein ganz besonderes Dankeschön dir, lieber Bob, und meiner ganzen Crew sagen. Nicht die Größe eines Unternehmens ist entscheidend, sondern der Geist, der darin wohnt. Und das haben wir heute Abend gezeigt. Wir können nicht nur Feste schaffen, sondern wir können auch Feste feiern. Und dafür nochmals allen Akteuren ganz herzlichen Dank. Wieder zurück nach Spandau. Mit dem Neubau wurden die über 50-jährige Erfahrung des Omnibusbaus im Werk Stuttgart und die 20-jährige Erfahrung im Werk Pilsting nun gebündelt und in einer rationellen und attraktiven Art und Weise umgesetzt. Durch den vierstufigen Ausbau hat das Neoplanwerk Berlin jetzt eine völlig neue Dimension und Qualität erhalten. Es ist das dritte komplette Neoplanwerk in der Bundesrepublik, in dem Vertrieb, Produktion und Service unter einem Dach zusammengefasst sind. In den großzügigen Ausstellungs- und Auslieferungshallen stehen die Fahrzeuge zur Besichtigung bzw. Auslieferung bereit. Die Regionalverkaufsleitung Ost betreut mit ihren 8 Verkäufern alle Kunden und Interessenten in den neuen Bundesländern und natürlich in Berlin. Erstmals fand anlässlich der Eröffnung des Vertriebszentrums Ost die Neoplan Autobusausstellung, die NAA, in Berlin statt. Ich würde Ihnen empfehlen, unseren Mega-Liner. Wenn ich nochmal ganz kurz auf die Vorteile. Über die Glasbrücke gelangt man in den Produktionsbetrieb. Hier kann man die Produktion eines Neoplanbusses Stück für Stück mitverfolgen. Man erlebt, wie das Rohmaterial in das Lager einschwebt und unmittelbar danach zugeschnitten wird. Kürzere Materialwege und noch stärker auf Effektivität ausgerichtete Arbeitsgänge sind Basis der Neoplan-Omnibusfertigung. In den verschiedenen Lehren und Vorrichtungen entstehen die Gerippe-Einzelteile, wie hier der Gitterträger oder die Seitenwände. Diese Einzelteile werden dann in der großen Komplettierungshelling zu einem freitragenden Stahlgerippe zusammengeschweißt. Neoplan baut Busse nach Maß. Auf einem Laufsteg können die Besucher übersichtlich den Gesamtfertigungsablauf miterleben und feststellen, wie vom ersten Hammerschlag bis zum fertigen Omnibus der Fertigungsablauf rationell mit neuester Technologie gestaltet ist. In das fahrfertige Gerippe werden die Aggregate eingesetzt und schon wird Leben an. Das fahrfertige Gerippe fährt anschließend entweder in die Partnerbetriebe nach Ehrenhain oder Plauen oder in den zweiten Teil der Omnibusfertigung in Berlin, wo die Beplankung aufgebracht wird, der Holzfußboden verlegt wird, die Kunststoffteile verarbeitet werden, bis schließlich die Rohkarosserie komplett ist und zur Lackierung vorbereitet werden kann. Anschließend, nach der Lackierung, werden von fachmännischer Hand Scheiben eingesetzt, der Innenausbau durchgeführt und das Fahrzeug letztendlich in der Finish-Abteilung komplett fertiggestellt. Auf 2 Produktionsstraßen stellen wir in Berlin Busse her. Vom kleinsten 8 Meter Reisebus bis hin zum 18 Meter Transliner Gelenkzug. Beachtliche Verbesserungen auch im Herzstück des Unternehmens, dem Service. Bis zu 20 Fahrzeuge können gleichzeitig versorgt und betreut werden. Auch in diesem Bereich ist das Werk Berlin vorbildlich.
Berlin ist eine Reise wert. Das Neoplan-Dienstleistungsangebot in Berlin ist umfassend. Produktion, Vertrieb, Kundendienst und Service und jetzt auch ein Hotel für Busunternehmer. Das 16-stöckige Neotel 2 bietet 220 Hotelbetten im internationalen Standard. Also auch hier wieder die Verwirklichung eines ganz neuen Konzeptes. Wie sagte doch Direktor Bollhöfer, der Präsident des VDV, bei seiner launigen Ansprache, von der Vierkantschraube bis zum Frühstücksei, bei Neoplan ist alles dabei.